E-Learning Awards. Ich überlege mir was. In der Kategorie Augmented Reality gehen an Thomas Knauer-Arnold von Viscopic und Friedrich Leier von DB Netz. Ja, ja, klar, klar. Ja, das sind doch noch mehr. Ja, klasse. 8000 Wartungstechniker der DB Netz warten Gleise, Weichen, Dispositionsgleise, Zugbildungsanlagen, Ladestellen in Europas größtem Bahnnetz, wo jeden Tag 40.000 Züge fahren. Die Hälfte von diesen Wartungstechniker geht in 7 Jahren in Rente. Die Bahn muss ganz schnell sehr viele neue Wartungstechniker ausbilden. Dafür gestaltet der Anbieter Viscopic in dem Projekt 3D-Durchblick eine Augmented Reality-Schulung. Die Wartungstechniker setzen 3D-Brillen auf und lernen in Augmented Reality, wie sie Weichen reparieren. Das überzeugt, weil in der Augmented Reality erkennt man wesentlich mehr von den Weichen, die man reparieren soll, als wenn man einfach nur hinfährt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch hier zunächst einmal die Vorstellungsrunde, einmal Namen und Eigenschaften, in der man gewirkt hat im Projekt. Mein Name ist Franziska Kost und ich habe die Projektsteuerung von der Frau Horst übernommen. Hallo, Uli Ebel ist mein Name. Ich bin Expert-Trainer in der DB Netz AG Zentrale in Frankfurt. Ich bin zuständig für die fachlichen Input von der App und die Validierung der Daten. Thomas Knauer-Arnold, mein Name, einer der Gründer und Geschäftsführer der Viscopic GmbH. Und wie gesagt, wir sind der technische Entwicklungspartner für die 3D-Durchblick-Applikation. Friedrich Leier, ich bin Projektleiter von 3D-Durchblick. Wir sind zuständig eben für die Qualifizierung aller technischen Fachkräfte im Infrastrukturbereich der DB Netz AG. 8000 wurden ja schon genannt, sind sogar ein bisschen mehr. Und wir wollen da neue Wege beschreiten und haben daher die 3D-Durchblick-Applikation entwickelt. Genau, mein Name ist Michaela Horst. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr im Projekt aktiv, aber habe sozusagen, bin die Vorgängerin von der Franziska Kost und habe davor das Projekt begleitet. Ja, fangen wir da vielleicht einmal an für unsere Internet-Zuschauer. Augmented Reality, was steckt dahinter? Was ist das für eine Methode, die ihr einsetzt? Schnell das Mikrofon noch weitergehen, das geht schon. Gerne. Also in unserem Verständnis nutzen wir die Microsoft HoloLens-Brille als primäres Medium, um dieses Augmented Reality-Thema zu ermöglichen. Und in dem Fall ist es konkret das Thema, dass ich eben virtuelle Informationen in die reale Welt einblende, und zwar da, wo sie am meisten Sinn machen, und zwar an der Weiche vor Ort. Ja, gibt das Mikrofon ruhig weiter. Okay, nochmal, um die Geschichte so ein bisschen deutlich zu machen. Also DB Netz ist zuständig für das gesamte Streckennetz. Und das heißt natürlich auch, da können Störungen halt auftauchen, das muss immer entstört werden. Wir haben jetzt gelernt, es sind halt 8000 Wartungstechniker, die damit beschäftigt sind. Das Ganze hört sich bis jetzt ja noch machbar an. Aber ihr habt ja diese Situation, dass bis 2026 wird die Hälfte von der Mannschaft wird in Rente sein. Das heißt, der Weiterbildungsdruck ist ja enorm. Wie konntet ihr jetzt im Vorfeld dann dieses Konzept erstellen, zu wissen, wie können wir die Kompetenzen am besten retten und weiter ausbauen? Ja, also unser Ansatz war, dass wir Technik haben, die jetzt über 100 Jahre alt ist, bis niegelnagelneue digitale Stellwerke haben, und der Wissenstransfer von den Mitarbeitern, die in Rente gehen oder in Pension gehen, recht schwierig ist an die jungen Leute, dass uns das auch einfach zu lange dauert. Und der Know-how-Transfer dann nach dem Seminar stockt und nicht mehr länger aufzubereiten ist. Und dann haben wir gesagt, wir können nicht überall alle Anlagen hinbauen, um die ganz vielen neuen Mitarbeiter da zu schulen, sondern das machen wir jetzt mit einer 3D-virtuellen Realität. Und damit kann man in jedem Raum überall zu jeder Zeit mit dieser Brille, mit der 3D-Brille schulen, aber haben auch die Unterstützungsmöglichkeiten über Tablets und nachher auch das Produkt kann man mitnehmen mit einem Tablet oder mit einem Handy, um dann auch jederzeit nachschauen zu können und daran weiterzulernen. Ja, vielleicht die Frage an die Kollegin. So eine Projektgruppe, wie groß ist bei der DB eigentlich so eine Projektwicke? Wer nimmt eigentlich an sowas alles mit teil, um so ein Projekt zum Gelingen zu bringen? Wir, die wir hier stehen.
Nein, also da gehören klar Stakeholder mit dazu, aber vom Kernteam her sind das Viscopic und wir insbesondere auch die Trainer, die uns den fachlichen Input liefern, ohne die das Ganze gar nicht funktionieren würde. Ich fange nochmal auf der linken Seite an, einmal nochmal durchreichen. An welcher Stelle in der Weiterbildung wird jetzt diese Brille eingesetzt, wird halt dieses Lernformat angeboten? Also was im Prinzip einfach auch ein großer Ding ist, dass wir es auch im Entstörtraining verwenden können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber einfach auch, gerade um Azubis zum Beispiel zu zeigen, einfach auch als Einstieg, wie sowas einfach aussieht, wenn man schnell die Techniken einfach ändern kann und dadurch einfach Unterschiede auch betonen kann. Ja. Wenn man halt Nutzer der Bahn ist, dann ärgert man sich natürlich über jede Verspätung und macht sich gar keinen Kopf darüber, wie wichtig das vielleicht gerade ist, dass diese Verspätung stattfindet, weil es halt ein sicherheitsrelevantes Problem geben kann oder es vielleicht eine Störung geben kann. Wenn es jetzt diese Brille nicht gäbe, würden diese Schulungen dann jetzt auch im Netz stattfinden müssen? Wer kann dazu was sagen? Diese Schulung, die ihr jetzt durchführt, die ihr jetzt virtuell durchführen könnt, die müsste, stelle ich mir jedenfalls vor, müsste ja möglicherweise live an den Schienen stattfinden. Genau. Ja, genau. Also wir haben auch momentan noch sehr viel Schulungen, Präsenzveranstaltungen an Schulungsanlagen, aber die Kapazitäten sind eben begrenzt, sowohl anlagentechnisch als auch trainertechnisch. Und dazu soll auch diese App dienen, diese Kapazitäten zu ersetzen bzw. zu ergänzen, dass wir diesen Transfer von theoretisch erlernten Inhalten in die Praxis auch besser hinbekommen und auch wenn Anlagen nicht verfügbar sind, wenn Trainer nicht verfügbar sind, darauf zurückgegriffen werden kann, sowohl bei der Anwendung mit der Brille als auch entsprechend auf Tablets, die wir an die Teilnehmer ausreichen. Ja, der letzte Blick soll den Lerner im Visier nehmen. Welche Rückmeldungen habt ihr vom Lerner? Wie tauscht ihr euch darüber aus, dass dieser Lerntransfer, von dem Sie gesprochen haben, dass der stattfindet? Also wir geben zu jeder Schulung, wo wir es durchführen, Feedbackbögen aus und bekommen durchweg positives Feedback von den Teilnehmern. Also sie sind begeistert davon, wir haben es jetzt ausgewertet. 81% der befragten Teilnehmer, die wir befragt haben, sehen diese Anwendung oder sehen dieses Medium als durchaus positiv für unsere Schulung an. Tauschen uns aber nicht nur mit unseren Teilnehmern aus, sondern tauschen uns auch mit den Trainern aus, die es durchführen. Und auch von den Trainern bekommen wir immer wieder positives Feedback. Ja. Letzte Frage, wie lange dauert so ein Projekt durchzuführen? Mit der ganzen Vorbereitung zusammen? Genau, also das Projekt wurde initiiert im Rahmen der Bemühungen, die Bahn anstellt, um die Kooperation mit Startups zu fördern. So ist auch dieses Projekt entstanden. Der erste Prototyp wurde innerhalb von vier Wochen konnte der realisiert werden und das war sozusagen die Grundlage, um eben die ersten Erfahrungen zu sammeln, kommt es gut an und jetzt werden sukzessive weitere Module eben auch dazu entwickelt. Super, ein Applaus für unsere Preisträger und kommt noch ein bisschen zusammen für